So, hallo zusammen und willkommen. Ich habe gerade noch geantwortet auf den Post nach dem Motto, wann neuer Content kommt. Also als erstes muss ich mich entschuldigen wegen meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wie wahrscheinlich so viele zurzeit. Als erstes möchte ich mich wieder mal bedanken bei euch. Ich finde es cool, dass so viele kommentieren und ich habe 60 Abos. Also bei ich habe mir ja schon vieles ausgedacht, aber ich hätte nicht immer gedacht, dass 60 Leute sich noch solche Videos angucken. Dementsprechend erstmal vielen Dank und ich bin echt überrascht, ehrlich gesagt. Ich hoffe, ich langweile euch einfach nicht und wie gesagt, ich finde das tausendmal leichter und viel entspannter, wenn ihr mit mir einfach kommuniziert. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Auch wenn ihr Fragen habt, ich schreibe mir die einfach immer mal auf und werde die dann in den Videos beantworten, so gut ich kann. Also alles werde ich wahrscheinlich nicht beantworten können, aber ich versuche es zumindest. Und dementsprechend würde ich sagen, sage ich euch mal, was ich heute vorhab. Also es waren ein, zwei Fragen in den Kommentaren, die möchte ich auf jeden Fall beantworten. Da geht es einmal um die Thematik Stadionausbau. Was da möglich ist, wie man das macht. Das werde ich aber alles ein bisschen verkürzen, weil Thematik Stadion, glaube ich, da könnte man fast 2 Stunden Videos machen. Und ich glaube, beim Stadion soll man sich dann auch selber ein bisschen austoben. Aber wie gesagt, da werde ich ein paar Sachen dazu beantworten oder ein bisschen was sagen, wie ich das mache. Und dann hatte ich noch eine Frage, die interessant war zum Thema Taktik. Auf die werde ich kurz eingehen. Aber bevor ich jetzt die Fragen beantworte, zeige ich euch einfach mal, wie es bei mir jetzt aussieht zurzeit in meiner Karriere. Ich habe gesagt, ich spiele noch diese Saison mit Madrid zu Ende. Ich habe euch ja in den letzten Videos gezeigt, ich bin an die Börse gegangen, habe ordentlich Geld verdient damit. Ich handle jetzt noch weiter an der Börse mit Aktien. Da können wir auch mal drauf schauen jetzt, was ich da so mache zurzeit. Ich habe ein paar Aktien gekauft, also aus der Wien haben wir jetzt 5% Gewinn. Ich mache eigentlich immer bei 5% verkaufe ich meistens. Hier warte ich vielleicht noch ab, vielleicht steigt es noch ein bisschen. Die habe ich gerade neu gekauft. Von Ajax weiter Verlust. Da ist es aber so, sollte die Aktie immer weiter fallen, kaufe ich immer wieder Aktien nach. Das ist so mein Plan, bis sie sich wieder erholt. Also dementsprechend. Was haben wir noch? Valladolid, 14% Verlust, da habe ich schon wieder welche gekauft. 6% Verlust. Also wie gesagt, es ist nicht immer, dass man Gewinn macht, aber hier zum Beispiel 9% Gewinn und das allein jetzt seit letzter Woche ist die Aktie nach oben geschossen. Also da könnte man schon mal die Aktien jetzt verkaufen. Ich lasse es aber erstmal mal stehen. Hier in Regensburg. Hier 12% Gewinn. Man sieht, ich habe hier große Anteile gekauft, 20.000 Aktien, weil die Aktie war am Boden. Ich habe für 4,3 Millionen Aktien gekauft. Was passiert? Der Verein hat plötzlich viel mehr Cashflow. Das heißt, die Aktie schießt automatisch nach oben und ich habe dementsprechend relativ schnell gute Rendite. Und wie gesagt, 4 Millionen, 12%, das ist schon ganz ordentlich. Können wir nächste Woche verkaufen. West Bromwich habe ich unten gekauft, weil die am Boden war. Kann nur nach oben gehen, man sieht auch hier. Und von Madrid habe ich mal noch 10.000 behalten. Die bleibt relativ konstant. Das ist auch okay. Gut, was möchte ich euch noch zeigen? Ach genau. Ich habe einen Spieler, ich habe es jetzt endlich mal geschafft. Ich habe einen Spieler, der tatsächlich jetzt Stärke 99 hat. Also ich habe schon oft 97 gehabt, 96, auch mal 98, aber 99, ehrlich gesagt, habe ich noch nie geschafft. Das hat ja auch was mit der Form zu tun, aber endlich, endlich geschafft. Das freut mich wirklich. Meisterschaft läuft eigentlich wieder einseitig, da ist es eigentlich durch. Champions League Achtelfinale sind wir eigentlich auch durch. Wir haben bei Juventus 4-1 gewonnen. Also da dürfte nichts mehr anbrennen.
Im Pokal sind wir noch dabei. Also eigentlich alles wunderbar bei mir. Und wie gesagt, am Ende der Saison will ich den Verein verlassen. Und wie gesagt, ich würde gerne nach Frankreich wechseln, zweite Liga einen Verein kaufen. Jetzt sieht es finanziell auch schon wieder besser aus nach diesem Geldsegen mit dem Aktiendeal. Ich habe jetzt Privatvermögen 224 Millionen. Wenn ich jetzt das noch zusammen tue, was ich hier noch in den Aktien drin habe, werde ich am Jahresende bestimmt an die 300 Millionen kommen. Ich gehe davon aus, ich verdiene noch mit den Aktien ein bisschen Geld. Ich bekomme dann auch noch den Überschuss ausbezahlt, die Gewinnbeteiligung. Also ich hätte dann auf jeden Fall sehr gutes Vermögen, um einen Verein zu kaufen, um auch dann tatsächlich mit dem Verein was zu erreichen. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal auf die zwei Sachen ein, die angesprochen wurden oder die gefragt wurden. Ich habe in den einen Video doch über Taktik gesprochen und da kam jetzt darauf dann diese Frage, wie oder ob es für eine gewisse Aufstellung die perfekte Gegenaufstellung gibt. So, dann gehe ich jetzt einfach mal hin und zeige einfach mal auf, wie ich das jetzt machen würde. Ich glaube nicht, dass es für eine Aufstellung die perfekte Gegenaufstellung gibt, aber es gibt auf jeden Fall einige Bereiche oder einige Sachen, die man auf jeden Fall kontern kann oder die man auf jeden Fall machen kann, um vielleicht den Raum besser zu nutzen. Weil im Endeffekt ist es so, wenn wir jetzt hier auf Teamvergleich gehen, sehen wir ja praktisch die Aufstellung, die wir haben und die Aufstellung, die der Gegner hat. So, da sieht man jetzt hier schon, die Grundeinstellung ist fast gleich, was man hier auf jeden Fall oder fast, ja fast, er spielt mit einer Viererkette und hat aber ein geballtes Mittelfeld davor, also relativ defensiv. Er hat zwei zentrale Mittelfeldspieler, einen defensiven Mittelfeldspieler und dementsprechend haben wir hier auch wieder die Thematik, er hat eine große Lücke in der Mitte zu seinem Stürmer und er spielt dementsprechend mit links und rechts außen. Das heißt, wir haben hier diese Räume in dem Bereich und in dem Bereich. So, jetzt ist natürlich klar, wenn man sich das ansieht, er spielt mit einer ganz tiefen Viererkette und dementsprechend zwei Zentrale und davor auch noch ein Libero sozusagen, wenn man das überhaupt noch sagen darf, in heutzutage Libero, also einen defensiven Mittelfeldspieler, also eine klassische 6 vor der Kette. Das heißt, im Endeffekt haben wir fast schon eine Fünferkette hier und davor zwei zentrale Mittelfeldspieler. Das bedeutet natürlich, dass wir nicht zentral angreifen. Also das heißt, die Angriffe und die Laufwege sollten dann dementsprechend, wie hier jetzt auch in meiner Taktik ja schon da ist, einfach von außen eingetragen werden, auch die Laufwege und dementsprechend wäre vielleicht auch in dem Fall so, dass wir zum Beispiel Gomez ein bisschen seitlicher schicken würden und auch Merino, wenn er läuft, auch ein bisschen seitlicher. So. Also das heißt, dass man die Angriffe, die man macht, einfach und die Laufwege einfach von der Seite macht und nicht durch die Mitte. So. Ja. Dann können wir jetzt hier ausgleichende Formation. Das ist im Endeffekt die Thematik, wie kann man dementsprechend besser kontern drauf. So. Also. Das machen wir jetzt nicht. Das ist die offensive Ausrichtung. Das heißt, wenn wir komplett nach vorne gehen, das wollen wir aber nicht machen. Also wie gesagt, im Endeffekt geht es wirklich bei der Taktik darum, schaut euch einfach an, wo tatsächlich vor allem in der Abwehr die Lücken sind, wo ist wirklich die Möglichkeit, leichter durchzukommen. Und dementsprechend ist es hier relativ simpel. Wir sehen hier, dass das Mittelfeld oder die Mitte in der Abwehr bis zum zentralen Mittelfeld praktisch
komplett geballt ist, da werdet ihr fast nicht durchkommen. Das heißt, alle Angriffe dann nach außen, das heißt die Außenspieler ins Dribbling gehen lassen, nach innen laufen und dementsprechend dann auch so die Leute bedienen. Das heißt, Angriffsseite nehmen wir die Mitte raus und wir nehmen einfach die Flügel. Also wir greifen immer über die Flügel an und damit haben wir praktisch sein komplettes Bollwerk hier einfach schon mal überspielt. Die stehen zwar dort, aber wir haben da kein Problem mit, weil wir über außen angreifen und versuchen praktisch so das zu umgehen. Das heißt, die Außenspieler, unsere Rechts- und Linksaußen, laufen dementsprechend hier von der Außenlinie in die Box rein und damit untergraben sie sozusagen diesen Block hier. Also, wir greifen dementsprechend von hier an. So, das heißt, wir gehen eigentlich vor dem, weil auch seine Verteidiger, also seine Außenverteidiger sehr weit hinten stehen, gehen wir praktisch vor den Verteidigern dementsprechend rein oder wir überspielen sie durch ein Dribbling und gehen dann rein. Und was passiert? Wir haben damit praktisch dieses Dreier-Mittelfeld komplett ausgehebelt und wir kommen praktisch mit dem Ball hinter die Mittelfeldkette sozusagen rein. Das heißt, Ziel ist, dass man einfach das komplett überspielt und hier in die Box rein praktisch die Flanken und die Angriffe schlägt. So. Das ist eigentlich dann auch schon alles. Und im Endeffekt ist das bei jeder Taktik so. Schaut euch einfach zuerst mal den Vergleich an. Dann seht ihr ja schon, wie ihr spielt. Und dementsprechend könnt ihr dann eure Taktik ändern oder dann könnt ihr zumindest schon mal sehen, okay, wo ist die Lücke? Und dann ist eigentlich das Wichtigste, die Thematik ist, wo greifen wir an? So, weil verteidigen ist klar, jeder verteidigt. Also musst du eigentlich nur klarstellen, von welcher Seite du dementsprechend angreifst. So. Auf der anderen Seite wäre jetzt hier zum Beispiel die Mitte nur normal besetzt mit einem Stürmer, einem Offensiven, einem Zentralen und sonst kein defensiver Mittelfeldspieler. Und dann geht es auch darum, auch die Stärke anzuschauen. Wenn wir jetzt hier sehen, mit 75, naja, das sind jetzt keine besonders starken, aber auch keine besonders schwachen Spieler. Und trotzdem ist es so, man sieht hier, dass die Außenverteidiger eher die Schwachstelle sind. Ne? Also von der Stärke her, das heißt, die Außenverteidiger werden für unsere Links- und Rechtsaußen dementsprechend keine Probleme bereiten. Das heißt, wir können relativ entspannt die schwachen Seiten angreifen und dann passt das. Also wenn hier tatsächlich die Thematik sich so darstellt, ist es eigentlich eine sehr klare Sache. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht noch weiter verwirrt, aber so würde ich an das Thema rangehen oder so gehe ich immer an das Thema ran. Okay, wunderbar. Mal Häkchen dahinter. Und dann gehen wir gleich mal zu der zweiten Frage. Da war die Thematik. Ich habe ja gezeigt, wie man, ich glaube, das war die Reaktion auf das Video, wie man Stadion ausbaut und so weiter. Jetzt habe ich hier die Taktik geändert. So hatten wir, glaube ich, gespielt. Ich habe doch das Stadion, das Video gemacht mit dem Stadion vergrößern für wenig Geld. Und dementsprechend, glaube ich, kam dann die Frage, mehr oder minder, was da stadionbaumäßig alles möglich ist oder wie man das so macht. Es gibt im Endeffekt verschiedene Möglichkeiten, ein Stadion. Also erstens geht es darum, entweder wir bauen ein Stadion aus oder wir bauen ein neues Stadion. Also als erstes zeige ich euch mal die zwei Sachen, wie man ein Stadion ausbauen kann. Das mache ich aber bitte nur kurz. Da kann sich jeder wirklich austoben. Dementsprechend, ich zeige euch nur jetzt das Wichtigste. Das heißt, wenn ihr ein Stadion habt und ihr wollt das vorhandene Stadion einfach selber ausbauen, geht ihr einfach auf Stadio Editor öffnen. Jetzt ist es hier natürlich schlecht, weil Real Madrid hat schon ein Monsterstadion.
das wirklich martialisch aussieht mit den ganzen VIP-Räumen hier. Und dann könnt ihr praktisch hier einen praktischen Block aussuchen und dementsprechend euch da durchbasteln. Also ich gehe jetzt nicht auf das Detail ein, wirklich. Das könnt ihr wirklich, könnt euch austoben, wenn ihr falsch geklickt habt, das könnt ihr rückgängig machen. Also ich glaube, da ist jedem die Fantasie frei, sich da auszutoben. Ist kostenmäßig, glaube ich, auch gut einzuschätzen. Das heißt, wenn ihr ein Budget habt, das verändert sich hier die ganze Zeit, damit ihr seht, wie viel ihr praktisch Kosten habt für den Umbau. Dementsprechend könnt ihr relativ gut steuern, was da möglich ist. Dann gibt es die zweite Version, ist, wir gehen einfach in Architektenvorschlag und dann sagen wir, soll ein großes Stadion werden, vor allem wenn wir es neu bauen. Dann darf man sich aussuchen, Ecken, abgerundete Ecken, ist auch wieder Geschmackssache. Vergleichsweise, wir nehmen jetzt eins ganz normal mit Ecken. Kapazität in Reihen sind immer 100. Wenn wir Haupttribüne machen, dann haben wir mehr Zuschauer. Also jetzt hätten wir 82.000 mit Haupttribüne 86.000. So. Das ergibt natürlich wenig Sinn, weil unser Stadion jetzt viel größer ist, aber das ist ja nur, dass man euch, dass ich euch das mal irgendwie zeige. Und dann ist natürlich entscheidend, was die Kosten angeht. Man sieht jetzt hier, Kosten für den Bau sind 165 Millionen, wenn man das normal baut. Man kann das natürlich auch einfach bauen. Dann kostet es ein bisschen weniger, 95 Millionen. Wenn man es natürlich luxuriös baut, dann kostet es 206 Millionen. So. Jetzt kann man das ausbauen. Man sieht auch hier, wie lange es dauert. 181 Wochen. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und dementsprechend ist in dieser Zeit auch von der Kapazität ändert sich nichts. Das heißt, ihr müsst tatsächlich diese 181 Wochen warten, bis das Stadion dementsprechend fertig ist. Eine dritte Version, das Stadion auszubauen, ist, wir gehen einfach hier rein in Infrastruktur aufs Vereinsgelände und dann haben wir ja hier immer die verschiedenen Bereiche und da könnt ihr einfach hier aufs Stadion gehen, dann dementsprechend, ich kann jetzt leider nicht, weil ich habe schon zwei Bauaufträge erteilt, einfach mit Rechtsklick und dann könnt ihr das Stadion immer wieder zum nächsten Level umbauen. Das nächste Level ist immer circa 1000 Sitzplätze. So, das heißt, ihr könnt dann immer wieder, wenn ihr ein bisschen Geld habt, 1000 Sitzplätze dazu machen. Was ist der Vorteil? Der Bau dauert nicht so lange. Das ist das eine. Das heißt, ihr habt relativ schnell mehr Kapazität und dementsprechend habt ihr auch deutlich schneller wieder Einnahmen generiert. Und dementsprechend glaube ich, ist es so, außer ihr habt ein ganz kleines Stadion, dann ergibt es Sinn, vielleicht einmal ordentlich über den normalen Editor, was ich vorgezeigt habe, mal zu vergrößern um 10, 15.000 Plätze. Das dauert dann vielleicht 20, 30 Wochen und danach schrittweise euch zu vergrößern. Aber wenn ihr schon ein großes Stadion habt, und ihr wollt einfach, weiß nicht, ein ganz besonderes Stadion bauen, dann geht es einfach darum, Stadionneubau und dann könnt ihr euch dementsprechend einfach ein neues Stadion zusammenbasteln, wie ich vorher schon gezeigt habe, Stadion Editor. Und dann kommt erstmal so das Blanke, so sieht es jetzt hier aus im Endeffekt. Das heißt, wir gehen wieder Architektenvorschlag. Dann geben wir irgendeine Größe ein. Man sieht auch hier, wie sich die Kapazität darstellt. Und dann könnt ihr nach Lust und Laune euch hier verschiedene Stadien zusammenzimmern lassen. Und wenn eins dabei ist, wo ihr sagt, wow, das sieht super aus,
dann baut sie das einfach. Also man sieht hier, es werden wirklich sehr schöne Stadien, was man auch, es ist einfach sehr gleichmäßig gebaut. Es sind wirklich, also oft sind das wirklich wunderschöne Stadien und ich finde es zwar toll, es gibt viele YouTuber oder viele Videos, wo ich sehe, die haben sich da wirklich stundenlang da selber hingestellt und haben Stadien zusammengebastelt. Ich finde das super. Ich hätte da einfach die Geduld nicht. Da finde ich diese Version wirklich viel, viel besser. Und dann sieht man jetzt hier zum Beispiel, das ist ein Stadion jetzt. Ich glaube, luxuriös war das. 47.000 Zuschauer und würde 73 Millionen kosten. So, also, das wäre auch eine Möglichkeit, um den Stadion auszubauen oder neues zu bauen, je nachdem, was ihr wollt. Mehr würde ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen wollen, weil es ist im Endeffekt wirklich beim Stadionbau so, es gibt zwei Arten, glaube ich, von Typen. Ich bin einer, es muss wirtschaftlich sein, dementsprechend muss das Stadion relativ günstig vergrößert werden, viele VIP-Räume haben, weil das einfach viel mehr Geld bringt, viele Werbebanden haben, weil Werbebanden bringen sehr viel Geld. Und da ist eigentlich das Aussehen relativ, naja, nicht zweitrangig, aber nicht so wichtig. Und eine Sache als kleinen Tipp zum Schluss, das habe ich schon in einem vorigen Video mal gezeigt. Wenn ihr ein Stadion gebaut habt, so irgendwie vergrößert habt und ihr sagt, ah, das sieht aber nicht wirklich toll aus. Wenn wir auf Infrastruktur gehen und auf die Weise das Stadion vergrößern, also hier mit Rechtsklick einmal vergrößern, dann wird bei der nächsten Stufe das Stadion wieder gleichmäßig dargestellt im 3D-Spiel. Vor allem ist es ja dann wichtig. Und dann sehen die Tribünen ordentlich aus. Das hat das alles eine Höhe und es wird alles schön angepasst. Also da könnt ihr immer wieder relativ schnell das ausgleichen. Das kostet euch auch kein Geld. Das wird automatisch so generiert von dem Computer. Dementsprechend ist das eine günstige und schnelle Version, euer vielleicht hässliches Stadion einfach hübsch zu machen. Ne? Okay, wunderbar. Dann würde ich eigentlich das Video fast schon beenden. Eine andere Sache, ich habe jetzt ein, zwei Fragen gehabt zum Thema Twitch. Ich weiß es nicht. Also wäre vielleicht wirklich mal eine Option. Ich habe mir das auch jetzt schon mal angeschaut. Wenn es vielleicht interessant wäre für euch, dann kann ich das auf jeden Fall mal machen. Ansonsten würde ich sagen, ich spiele einfach jetzt die Karriere weiter mit Madrid, spätestens wenn ich die Saison beendet habe, und das dauert nicht mehr lang, werde ich wieder ein Video machen, wie ich Madrid verlasse und welchen Club ich dann kaufen werde und was das Ziel ist mit dem Club und so weiter und so weiter. Und natürlich werde ich wieder eure Fragen beantworten, falls noch Fragen auftauchen. Dementsprechend würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder je nachdem, wann ihr es anschaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.